Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe das Schriftstück von Lord Hagen. Daran wird sich nie etwas ändern. Und unterweise mich. Kann jetzt das Auge Innos holen. So, siehste, Schlaf mit Faust, leichte Wunden heilen, brauche ich alles nicht. Gib mir mal den dritten Kreis. Lehre mich den dritten Kreis der Magie. Ja, Ärger. Die Zeit ist gekommen. Tritt ein in den dritten Kreis der Magie. Neue Zauber erwarten dich. Du wirst sie brauchen, denn das Böse ist nahe gekommen und nur mit der Macht Innos kann es aufgehalten werden. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe dich nun alle Kreise gelehrt, die ich weitergeben kann. In die höheren Kreise wird dich Karras geleiten. Okay. Möge Innos dich schützen. Ja, danke schön. Wie viele Lernpunkte hat es gekostet? Nur 5! Wahnsinn! Ist ja super. Gib mir mal ein paar Runen. Unterweise mich. Bring mir bei, was ich denn noch so machen kann. Selbst ist er nicht darauf gekommen. Windfaust, Angst. Ja, das ist alles nicht das, was ich will. In den heiligen Schriften. Ich will meine magische Kraft steigern. Vorher klar. Und ja, 2 Mana. Das lohnt sich nicht. Möge möge Innos mich schützen. Ich weiß. Vielen Dank. Innos leuchtet so. Bei denen, die seine Weisheit erkennen. Hast du was Tolles für mich? Was ist das Böse? Es ist die Kraft Bel. Ja, das kennen wir. Sorry. Unterrichte mich. Was kann ich hier lernen? Kugelblitz. Hey, das klingt gut. Eisblock klingt gut. Eispfeil ist wahrscheinlich erster oder zweiter Kreis. Habe ich dir nicht sogar schon die Rune? Die Rune Eispfeil. Ich habe Angst. Ich habe Feuerpfeil. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung. Ne, ich habe keinen Eispfeil. Habe ich nicht. Okay. Aber egal. Ich habe Feuerpfeil. So und ich würde gerne Kugelblitz oder Eisblock lernen. Ich glaube Eisblock vor allem. Gibt es Neuigkeiten? Der Feind ist anscheinend schon bis in die Stadt vorgedrungen. Was meinst du? Einer der Paladine, Lothar, ist auf offener Straße ermordet worden. Am helllichten Tag. Es ist schon weit gekommen, aber ich fürchte, das ist erst der Anfang. Ach, verdammt. Hat man den Mörder gefasst? Zum Glück, ja. Es war einer von den Halsabschneidern von Onas Hof. Wer? Den Namen kenne ich nicht. Aber bei den Söldnern sind durchaus ein paar Gestalten, denen man eine solche Tat zutrauen könnte. Ich dachte, das wäre einer von den schwarzen Magiern gewesen. Was wird jetzt geschehen? Ein Mord, zudem an einem Paladin, ist ohne Zweifel eines der schwersten Verbrechen überhaupt. Das sind doch alles der Mörder wird ohne jeden Zweifel zum Tode verurteilt werden. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Hui, da sollte ich dann vielleicht mal einen Blick werfen in den Kerker, wer das denn genau war, und mit dem mal quatschen. Gibt's hier was Neues? Und? Hast du schon neue Befehle? Bisher habe ich noch Ja, nichts Neues, okay. Innos erläutert. Ja. Kenn ich schon. Keine Zeit verlieren. Keine. Was gibt's hier? Nichts. genau, wie gesagt, ich würde gerne Eisblock lernen, aber da fehlen mir halt 5 Lernpunkte für. Allerdings, wenn halt jeder Kreis zum Magie nur 5 Lernpunkte kostet, hey, du. Würde ich gerne schon den 4. lernen. Ja, genau, hier, mach mal. Ich will den 4. Kreis der Magie lernen. Noch ist es nicht so weit. Ach, verdammt. Dann halt nicht. Was macht das Studium? Der Feind hat viele Gesichter. Welche unter ihnen die größte Bedrohung für das Kloster darstellen, ist verdammt schwierig zu bestimmen. Unterrichte mich. Das sieht nicht so aus, als wollte ich das tun, aber ist interessant. Zeig mir deine Ware. Natürlich gibt es auch diese Beschwörungsdinger, diese Beschwörungszauber als Rune. Verwandlung und Erschaffung. Ja, richtig. Ich glaube, dafür war der zuständig. Da war was. So, und was kannst du mir beibringen? Hey, du. Unterrichte mich. Kleiner Feuersturm oder Feuerball, ja. Das sieht nach einem Plan aus. Sowas ist schon eher was für mich. Gibt es Neuigkeiten? Ja. Also, dir sind ja sicherlich diese Gestalten in den schwarzen Roben aufgefallen. Nö. Ich bin ihnen begegnet. Da kommen wir auch schon zum Kern des Ganzen. Zurzeit haben wir eine äußerst seltene Konstellation der Gestirne.
Um genauer zu sein, steht das Sternbild des Ochsen in direkter Korrelation zum Sternbild des Kriegers. Ich nehme an, du weißt, was das bedeutet. Nun, um ehrlich zu sein... Ja, schon verstanden. Also, ich kann jetzt nicht alle Hintergründe offenlegen, aber es bedeutet definitiv eine große Veränderung. Ja, bestimmt. Und ich mag keine Veränderungen. Deshalb möchte ich, dass du mir ein Buch aus der Stadt besorgst. Es heißt Die göttliche Kraft der Gestirne. Es kann sein, dass du ein bisschen suchen musst, aber du wirst es schon finden. Na, bestimmt. Ich werde sehen, ob ich es finde. Das ist gut. Und es verschafft mir die nötige Zeit, noch anderen Spuren nachzugehen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich fürchte, Zeit ist das, was wir am wenigsten haben. Ja. Hast du schon was rausgefunden? Kann ich auch noch fragen. Genau. Was? Nein. Hey, du. Zweimal hoch. Schon was rausgefunden? Nein. Ich warte immer noch auf das Buch. Habe ich das nicht dabei? Nee, ich habe das da dabei, ne? Einmal nach der Besessenen. Ich suche ja immer noch so einen Ansprechpartner, der mir erklären kann, was dieser Almanach denn so tut. Wie geht's? Ausgezeichnet. Seitdem ich studieren kann, ist alles bestens. Ach ja, richtig. Das ist der, den ich hereingelassen habe. Weil er unbedingt in die Bibliothek wollte und ich einen Wunsch frei hatte. Richtig. Meine Meinung kennst du ja schon. So, ich kann Schlösser knacken, aber möchte ich das wirklich tun bei meinen Ordensbrüdern? Ich glaube nicht. Ich verschone mich lieber. So, hier ist auch nichts. Dann wäre hier noch der letzte Raum, in dem irgendjemand oder irgendetwas sein könnte. Ist das ein geheimer Schalter? Nö. War seitlich vielleicht? Nö. Ah, ich weiß nicht. Es sieht so aus, als gäbe es hier vielleicht irgendwo einen Geheimgang. Ich meine, so alte Kloster und so. Oder Burgen. Ist das wirklich wahr? Das ist ja schon so da, wo man klassisch irgendwelche Geheimgänge und Verstecke und so erwartet. Also ich das zumindest. Das ist doch nichts Neues. Der Typ da fegt immer noch. Letztendlich wird der jätet immer noch Unkraut. Ha, ich hab's geschafft. Ich bin neugier geworden. Ich brauche ein paar Dinge. Hast du vielleicht eine Rune, mit der ich mich hierher teleportieren kann? Nein, aber einen besseren Zauberstab. Stab der Feuermagier. 60 Schaden. Braucht 30 Stärke. So viel habe ich doch, oder? Ja. Und dann würde ich 60 Schaden machen. Und 60 Schaden ist besser als... Wie viel mache ich hier noch gleich? 45. Das wäre in der Tat eine Überlegung. Da brauche ich schon wieder 900 Gold. So viel habe ich halt leider gerade nicht. Nee. Habe ich leider gerade nicht. Muss ich warten, ob ich mir vielleicht irgendwie verdienen kann. Oder halt doch die Truhen durchsuchen, was ich aber ehrlich gesagt nicht wirklich tun will. Gut, was haben wir hier unten? Da war doch der Alchemie-Mensch, ne? Hier ist ein Novize. Da, Alchemie. Hey, du. Kann ich bei dir lernen? Ich werde dich in die Geheimnisse. Ja, das ist gut zu wissen, dass ich hier auch Alchemie lernen kann mittlerweile. Das ging ja zuletzt noch nicht, als ich Novize war. Und letzten Endes kann ich damit jetzt hier im Kloster als auch in der Stadt meine Alchemiekünste verbessern. Hey, du! Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der heilige Hammer von Innos. Mit diesem Hammer erschlug der heilige Roba den steinernen Wächter. In den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter mit Innos... Ich glaube, das kennen wir schon. Und nicht zuletzt habe ich ja den Hammer auch benutzt, um Golem zu besiegen. So, darf ich mittlerweile hier rein? Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Nein, darf ich nicht. Hey, ich bin doch Magier. Meine Güte. Sei nicht so verbissen. War hier links nicht irgendwo eine verschlossene Tür? Vielleicht kann ich... die ja mittlerweile öffnen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nope, da brauche ich den richtigen Schlüssel. Gut. Ich kann jetzt natürlich einen machen auf Zeug klauen. Ich nehme das so alles mit. Ich kann es ja oben verkaufen. Weil irgendwie muss ich ja den Magierstab zusammenkriegen. Und hey, das ist ja okay. Ah ja, links... rechts,
Links, rechts, links, links, nein. Links, rechts, links, rechts, rechts, links. Ah, gut geraten. Honig, Brot, Wurst. Sehr schön. Das ist mal wieder einiges wert. Wenn auch nicht genug wahrscheinlich. Okay, die ist offen, die habe ich schon ausgeräumt. So, noch ein bisschen Wein. Aber es gibt noch lange keine 900 Gold. Das wird nicht reichen für die Rune. Rune, Blödsinn. Zauberstab, Magierstab. Ich kann natürlich meinen eigenen verkaufen. Da kriege ich immerhin nochmal 250 dafür. Aber selbst dann brauche ich immer noch 600 Gold. Das wird gerade einfach nicht klappen. Hey Babo, wie geht's dir? Ist das wirklich wahr? Was machst du hier? Ich versuche... Ja, das kenne ich. Du darfst den Glauben niemals verlieren. Oder nicht? Nein, nein, nein. Ich meine, das würde ich niemals tun. Ehrlich. Uns allen werden oft schwere Prüfungen auferlegt. Ja, Meister. Ich werde immer daran denken. Danke. Das hätte er doch besser wissen. Bist du zufrieden mit deiner Aufgabe? Ja, natürlich. Der Glaube an Innos Weisheit und Stärke gibt mir Kraft. Ich möchte nicht unverschämt erscheinen, aber ich habe heute noch sehr viel zu tun. Du darfst weitermachen. Danke. Warte mal kurz, Training. Ich bin bereit für das Training. Was war das noch gleich? Genau, zwei Handwaffen. Nipp, gerade nicht. Aber später, sobald ich den Stab habe, wäre das vielleicht eine Idee, dass ich da noch ein paar Prozente drauf packe. Kann ich hier mittlerweile? Ja, ich kann hier mittlerweile rein. Ich kann alchemietisch, ich kann an den Runentisch. Ist das nicht sogar das, was mir zugewiesen wurde beim letzten Mal, als ich Magier wurde? War da nicht was? So, was kann ich denn für Runen bauen? Nur den ersten Kreis. Das ist leider nicht gut. Und vor allem habe ich die ja schon. Die Feuerpfeilrune, die habe ich ja schon. Ich glaube, die habe ich sogar selber gemacht, die Rune, die ich da habe, die Feuerpfeilrune. So, ist hier irgendjemand? Nö, hier ist niemand. Gut, dann habe ich jetzt nur noch eine einzige Möglichkeit, nämlich endlich hier reinzugehen und mit Pyrokar zu sprechen wegen dem Auge Innos. Ich bin sehr gespannt, was er dazu sagen wird. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. So, erstmal du hier. Hast du mir noch etwas zu sagen? Nein, im Moment nicht, Bruder. Das ist nicht so viel. Gibt's was Neues? Zurzeit nicht. Geh und erledige deine Aufgaben. Du hast noch viel zu tun. Ja. Ne? Dann mal los. Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garond im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß. Das sind die Suchenden. Schergen der Unterwelt Beliars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen? Bist du nicht mehr du selbst? Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig. Ich habe Karas darauf angesetzt, sich mit der Materie zu befassen. In Kürze wird er sicherlich mehr Erkenntnisse gewonnen haben, die uns weiterbringen. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unsere Hilfe bedarfst. Denk daran, wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind deiner heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Oh Mann, weißt du, hättest es mir gleich gegeben, als ich es holen wollte, dann wäre es nicht passiert. Wer konnte so vermessen sein, Meister? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße.
in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Ich habe einen seltsamen Almanach gefunden. Tatsächlich? Was ist das für ein Almanach? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, du wüsstest, was damit zu tun ist. Fürwahr, das ist sehr beunruhigend. Gut, dass du es mir gebracht hast. Das war sehr klug. Ich nehme an, dass es noch mehr davon gibt. Geh und finde noch weitere dieser Bücher der Verdammnis. Ich vermute, es ist ein Machtinstrument der Suchenden. Damit kontrollieren sie die verlorenen Seelen ihrer Opfer. Die Namen derer, die sie zu übernehmen planen, schreiben sie offensichtlich in die Bücher hinein. Pass auf! Ich gebe dir jetzt diesen magischen Brief. Er wird dir die Namen zeigen, die in den Büchern zu lesen sind. Finde diese Opfer und bring mir ihre Bücher. Ich werde sie unschädlich machen. Doch vorher solltest du wenigstens eins davon Karras zeigen. Vielleicht hilft ihm das bei seinen Studien. Begehe nicht den Fehler, sie selbst vernichten zu wollen. Du bist ihrer Macht noch nicht gewachsen. Komm den Suchenden nicht zu nah. Sonst werden sie von dir Besitz ergreifen. Solltest du trotzdem ihrem Ruf nicht entgehen können, dann komm so schnell wie du kannst zu mir zurück. Nur hier im Kloster kann deiner Seele geholfen werden. Gibt es keinen Schutz gegen ihre mentalen Angriffe? Möglich. Karras könnte etwas darüber wissen. Huiuiui, das war ja jede Menge Text. Warte mal. Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Jo, das war ja... Nicht so schnell! Ich habe noch eine Aufgabe für dich! Klar. Und das wäre? Jetzt, da du der Gemeinschaft des Feuers angehörst, wirst du auch den Pflichten einer solchen nachkommen müssen. Die Kirche hat sich nicht nur um die Belange der Magie zu kümmern, sie ist auch letzte Instanz in der Rechtsprechung, wie du weißt. Der jüngste Fall, der uns vorgetragen wurde, ist ein bodenloser Schlund und muss aus der Welt geschaffen werden. Was? Ein bodenloser Schlund? Worum geht's? Es gibt jemanden in der Stadt, der gefälschte Anteile für die Erzminen der ehemaligen Sträflingskolonie verkauft. Diese Papiere sind völlig wertlos und haben auch keine Relevanz. Doch schüren sie unter den Leuten ein gewisses Streitpotenzial, das wir uns jetzt nicht leisten können. Der Betrüger soll an alle namhaften Händler in der Stadt und auf dem Land herangetreten sein. Und bei einigen scheint er seine gefälschten Minenanteile sogar verkauft zu haben. Finde diesen Übeltäter und bringe ihn vor dieses Podium. In solchen schweren Zeiten dürfen wir keine Betrüger und Plünderer dulden. Wir werden an ihm ein Exempel statuieren müssen, um den restlichen Pöbel abzuschrecken. Ich bin ja gespannt, wer das dann ist. Wer ist denn das? Ja. Ist das nicht die Angelegenheit der Miliz? Die Miliz ist allein für die Stadt verantwortlich. Diese Angelegenheit hat weitreichendere Konsequenzen. Okay. Ich werde versuchen, die Sache zu klären. Vielleicht noch eine Anmerkung. Wenn du die Händler des Landes aufsuchst, dann lass sie nicht merken, dass du nach den Minenanteilen suchst.
Ich denke, sie werden sie weiterverkaufen wollen und würden sie dir sicherlich nicht mehr anbieten, wenn sie merkten, dass du im Auftrag der Kirche mit ihnen handelst. Verstehst du? Ja. Dann mach dich an die Arbeit. Ich wünsche dir viel Erfolg, Bruder. Hui, wie mache ich das denn? Muss ich da dann vielleicht die Leute ansprechen ohne meine Magierrobe? Ja, keine Ahnung. Bin ich gespannt. Wie gesagt, ich habe Gothic 2 noch nie als Magier durchgespielt. Von daher ist mir diese Quest vollkommen neu. Es ist sehr neblig. Na, klasse. Und die Folge ist eigentlich auch schon wieder zu Ende. Ich will nur noch mal ganz kurz mit Karas sprechen. Hey! Bruder, du darfst keine Zeit verlieren. Du musst Pedro zur Strecke bringen und das Auge Innos zurück ins Kloster holen. Wenn wir das Auge nicht wiederbekommen, sind wir alle verloren. Jo, sag mal, das da. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? Keine Ahnung, dazu weiß ich noch zu wenig. Frag mich später nochmal danach. Okay. Das ist ja mal ganz was Neues. Tut mir leid, aber ich habe noch nicht genug Material, um genauere Aussagen zu treffen. Aber wenn es dir gelingen würde, mir etwas von ihnen zu bringen, das ich untersuchen könnte. Boah, das dauert noch. Welches Material benötigst du? Was weiß ich, irgendwelche Gegenstände, die speziell zu diesem Wesen gehören. Eine Leiche? Soll ich dir eine Leiche bringen? Nein, bist du wahnsinnig. Die Gefahren eines dämonischen Wesens innerhalb der Klostermauern sind viel zu groß. Es reicht, wenn du die Gegenstände, welche typisch für diese Wesen sind, ausfindig machst. Die Reste der anhaftenden dämonischen Aura sollten genug Anhaltspunkte für eine Untersuchung bieten. Könnte der Schläfer seine Finger im Spiel haben? Ich habe die Geschichte mit dem Schläfer gehört, aber aus der Ferne kann ich dazu keine Aussagen treffen. Es gibt unzählige Dämonen und jeder von ihnen könnte beteiligt sein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Es wäre sicher von großem Nutzen. Ich werde derweil meine persönlichen Forschungen vorantreiben. Gut. Zeig mir deine... Hast du noch? Nee, Blödsinn. Habe ich ja schon geguckt. Alles klar, gut. Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Ich werde jetzt darüber gehen in mein Zimmer und eine Runde schlafen. Denn es ist 14.52 Uhr. Ich möchte am nächsten Morgen aufbrechen nach draußen, um Pedro zu suchen. Und am nächsten Morgen ist dann für euch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.